So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Face Noir. Endlich mal wieder eine Tagessession, nicht immer dieses nächtliche Gebrabbel, wo ich so ein bisschen unkonzentriert bin vielleicht, weil es immer noch kurz nach der Arbeit ist, sondern vielleicht ein bisschen mehr mit Wachengeist. Was ist denn hier? Diese Kisten enthalten Torf. Der wird zur Herstellung einiger Whisky-Sorten benötigt. Ja, der guten Whisky-Sorten. Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Okay, das Tor kannst du wahrscheinlich auch nicht öffnen. Da, wo schon der Eingang ist verschlossen. Und das wird auch bleiben, bis ich ein Schweißgerät finde. Kannst du irgendwas abmachen da? Ein Griff oder sowas? Metall irgendwas? Schnüffeler. Wo sind wir? Aber schon. Kannst du mir helfen, hier rauszukommen? Kannst du mir helfen, hier rauszukommen? Nein. Einziger Eingang das hier und ich kann nicht aufmachen. Ja, okay, dann... Ich gehe zu... Okay. Genau, müssen wir tatsächlich versuchen, einen anderen Weg hier rauszufinden. Hier am Tisch war, glaube ich, nichts mehr. Wir haben ja die Sachen rausgeholt und auch unsere Blutung gestoppt. Mit Gretas Taschentuch. Hier ist irgend so ein gelbes Ding. Was soll das sein? Irgendein Zeichen? So etwas passt nicht wirklich zu einer illegalen Schnapsbrennerei. Und ich sehe das nächste Rätsel auf mich zukommen. Okay, ich kann das irgendwie drehen. Ich nehme an, das muss ich in irgendeine bestimmte Richtung drehen. So was alles total super aussieht. Warte mal. Ich das mal hier hoch mache. Ich mache das mal so, dass es symmetrisch ist. Was soll da schon falsch sein? So. Kann man das hier auch irgendwie so umlegen? Ja. Das? Was ist das? Okay. Ja, super. Kann man hier noch irgendwas bewegen? Soll das für ein Zeichen sein? Warte mal, wenn ich das jetzt hier so mache. Nee, andersrum. Das so drehe, da habe ich... keine Ahnung, was ich da habe, offen gestanden. Ich gehe nochmal raus. Und gucke schon ein bisschen weiter um. Aber dieses Rätsel ist wieder so ein lustiges Rätsel. Ich sehe ja schon kommen, wo ich ja stundenlang rumprobieren werde. Hier ist, glaube ich, Whisky, drehe ich mal an. Illegaler Alkohol. Ein Geschäft der Vergangenheit. Das Ende der Prohibition hat die Bosse der Unterwelt alle dazu gebracht, das Gewerbe... Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Die Maschine haben wir uns, glaube ich, schon mal angesehen, aber da waren wir auf dem Stuhl. Dieses stählerne Biest muss Teil des Alkoholdestillationsprozesses sein. Okay, kann man damit irgendwas hier machen? Hier sehe ich nichts, was mir weiterhelfen könnte. Mit der Schalter vielleicht? Kann man das mal anschalten? Eine Dampfmaschine... Nee. Schalttafel? Kann man nicht mehr anwählen? Eine Dampf... Nee, kann man nicht. Weil hier drüben habe ich noch was gesehen. Da, das war der Torf, das war das Tor und hier ist irgendein Kessel. Ist hier ganz links noch irgendwas? Das ist das Destillationssystem der Schnapsbrennerei. Früher oder später werde ich mir sowas für mein Büro zulegen. Ja, kannst jetzt irgendwas damit machen? Früher hat man das ja schon mal angesehen, aber wir konnten nicht erreichen. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um sich am Brennen von illegalem Alkohol zu versuchen. Okay. Das ist das... Ja, das... Entschuldigung. Fehlklick. Ja, ne? Das ist ja hervorragend. Wir müssen also wirklich mit dem Rätsel da irgendwas machen. Und da hinten sind noch Scheiben. Die Sonne geht bald auf. Ich muss hier so schnell wie möglich raus und herausfinden, wo sie das Mädchen hingebracht haben. Gibt's hier irgendeinen... Da gibt es keine Öffnungen. Und selbst wenn ich die Scheibe kaputt mache, werde ich mich da nicht durchquetschen können. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden, und zwar schnell. Und lass mich raten, das hat mit diesem Rätsel zu tun. Und ich nehme an, ich soll hier irgendwas... Warte mal. Kommt mir dieses Ding hier irgendwie bekannt vor? Eigentlich nicht, sieht aus wie ein Gullideckel gerade genau genommen. Ja. Im Prinzip sieht das alles gleich für mich aus. Aber wir können es nicht wirklich symmetrisch machen, weil wir diesen komischen Kringel, dieses Ding hier unten haben. So viel zur Symmetrie. Und ich glaube, ein sinnloses Rundprobieren ist auch nicht gerade das Cleverste, was ich gerade tun kann. Also gehe ich nochmal raus. Und gucke ich mal, ob ich irgendwas daraus damit machen kann. Sieht irgendwas hier aus wie irgendwas, das man formen könnte. Dieses Ding da hat irgendwelche Striche, okay. Das können wir probieren. Wir können gucken, vielleicht war vorher ins Inventar, vielleicht können wir da noch irgendwas rausfinden. Haben wir irgendwas hier drin gefunden in unseren Klamotten, die das früher nicht da war? Zigaretten hatten wir vorher, den Ausweis hatten wir vorher, die Dietrich hatten wir vorher, Schlüssel hatten wir vorher, Taschenlampe hatten wir vorher, dort hatten wir vorher und den Alkohol hatten wir auch schon vorher. Ach so, genau. Was ich ausprobieren wollte. Kann man sein Alkohol wieder auffüllen? Das ergibt keinen Sinn. Oder hier? Das geht so nicht. Da bin ich mir sicher. Na gut. Da probiere ich wirklich mal dieses komische Ding hier vielleicht nachzumalen. Moment. Ich habe ja diesen wunderbaren Zettel, den ich hier so
habe hier so vielleicht. Als wenn es der obere Teil gäbe, so ein bisschen Sinn, glaube ich. Weil, Moment. Hier haben wir diese Hörnchen, die nach oben gehen könnten. Das haben wir auch so ein Hörnchen, das nach oben gehen kann. Das Ding kann man in die Mitte stellen. Das passt schon, das geht schon. Und tatsächlich, wenn ich es gerade richtig sehe, der Balken hier unten ist relativ lang. Moment, erstmal hier ist ja dieser Querbalken noch. Also dieser Querbalken. Ich male gerade nebenbei. Habe diesen kleinen gerade gemalt. Jetzt diesen da. Und jetzt den Querbalken da drunter. Wenn ich das jetzt schaffe, dass das Ding da genauso hinzubiegen. Oder zu drehen, was auch immer. So, Moment. Diese Hörnchen müssten dementsprechend nach oben zeigen. Das Ding in der Mitte ist schon vertikal, das ist okay. Der Balken in der Mitte kann man eh nicht drehen. Was ist mit dem? Den muss ich irgendwie so ein bisschen schräg stellen oder so. So. Oder so. Der ist dann wieder waagerecht. Und der ist hier rum. So rum. Also sieht das Zeichen ungefähr aus, zumindest. Aber lass mich ran, der Balken ist irgendwie falsch rum. Oder mach mal kurz. Also der lange Balken ist irgendwie falsch rum wahrscheinlich. So vielleicht? Nein. So? Ja! Ich wusste doch, dass es hier einen Geheimgang gibt. Was hätte er eigentlich gegen den Schlüssel gesprochen? Aber gut, das ist nicht mehr wirklich geheim, aber ganz ehrlich, wenn schon selbst er sagt, irgendein abgeheifelter Detektiv, der von Brauereien nicht so richtig eine Ahnung hat, schon gar nicht von irgendwelchen chinesischen Brauereien, dass es dieses Ding da überhaupt nicht reinpasst, was genauso aussieht wie ein chinesisches Symbol, dann war auch das nicht gerade besonders geheim. Ich habe schon befürchtet, dass ich mich jetzt in den nächsten Rätselfall renne. Okay, hier sind die Kanäle, also. Hier ist eine Nummer, was steht da? 3271, das schreibe ich mir direkt mal auf. 3271. So. Hier ist ein bisschen Schutt und habe ich gerade irgendwas gesehen. Teile dieser Kontrolltafel sind verbrannt. Die Luftfeuchtigkeit scheint einen Kurzschluss verursacht zu haben. Aha. Von den vielen Ratschlägen, die Mutter mir als Kind gab, erinnere ich mich besonders an den, dass ich meine Finger niemals in die Steckdose stecken darf. Ich glaube, ja, an den Ratschlag halte ich mich heute auch. Na gut. Dennoch muss man garantiert irgendwas machen, Wasser. Die dunkelgrüne Färbung des Wassers ist sicher als Warnung zu verstehen. Bloß nicht trinken. Sondern nur baden. Ich bin ganz und gar nicht versucht, das Wasser zu berühren. Das ist einfach nur ein Verwünschbad hier. Hier ist eine Lampe noch, mit der man nichts machen kann. Hier ist eine weitere Nummer. 3272. Was ist das hier? Gitter oder was? Rostige Haken und Stricke, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Kannst du einen rostigen Haken oder einen Strick gebrauchen? Ich nehme einen Schein schon. Mit. Okay. Ja, Seile sind nicht verkehrt. Ich habe gleich ein paar davon eingesteckt. Die werden sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Die scheinen doch ganz gut erhalten zu sein, im besten Willen. Das sind irgendwelche Fässer wieder mal. Fässer voll mit nunmehr steinhartem Bitumen, das wahrscheinlich einst für Reparaturen hierher gebracht worden ist. Okay, kann ich noch was machen? Ich brauche im Moment kein Bitumen. Gut. Ist doch irgendwas hier? Nee, hier ist doch so ein Gang. Geh mal rein. Es ist so dunkel hier, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Ja, aber du hast doch tatsächlich eine Taschenlampe, oder? Hat sie eigentlich keine Batterien oder war damit irgendein Problem? Gerade hier muss ich irgendwelche Batterien suchen. Willkommen, meine Damen und Herren. Unsere Führung durch die Kanalisation von New York mit ihren atemberaubenden Landschaften beginnt sogleich. Okay. Also momentan flutscht das Spiel ganz gut. Das finde ich jetzt angenehm. Das riecht nach Minigame. Allein wenn ich hier schon die 2 und die 3 sehe. Ach so, genau. Hier ist die 3272, hier ist die 3273 und hier drüben müsste wahrscheinlich die 3271 sein. Ich gehe mal zu 3272. Aber nette Idee diesmal hier. Dieses Minigame. Kann ich hier irgendwas machen überhaupt? Warte, ich drücke kurz die F1. Spaßeshalber? Nee. Gehe ich mir nach links. Finde ich hier irgendwas? Oh, warte mal. Ich muss zurück. Ich muss nochmal zurück. Ich muss unbedingt jetzt eine Karte malen. Mensch, wie super. Wie so ein ganz alten Adventures. Also wie ganz alten Rollenspielen. Wo ich noch Karten malen musste. Ja, Moment, so. Ich nehme jetzt diesen Zettel hier zur Hand. So, komm mal her, du künstlerisch begabter Finger. So, hier und da, hier ist die 2, hier ist die 3, dann geht das hier lang und da lang. So. Genau, kann man hier noch irgendwie lang gehen? Nein. Hier geht's also lang. So. Ich hoffe, das ist nicht so groß, weil ich ganz schön groß male gerade. Oder zeichne. So, da unten gibt's noch einen Abzweig. Da lang. Ja, okay. Das führt wiederum dort lang.
und wiederum auf eine... Kannst du ruhig mal kurz stehen bleiben, bitte? Eine Kreuzung. Und zwar auf eine richtige Kreuzung diesmal. Zeichne, zeichne. Ich bleibe erstmal in der einen Richtung. Hier ist eine Sackgasse. Gut. Ich mag sowas irgendwie. Diese Erkundungen. Aber das Ding ist ganz schön groß, du. Meine Güte, hier ist nochmal eine T-Kreuzung. Moment, so rum. Hup. Und wieder nach rechts. Noch eine Sackgasse, okay. Jetzt gehen wir mal nach links. Und ja, mein Gott. Moment, wie war das? So, geht's weiter. Hier geht's runter. Und ich hoffe, es geht nicht allzu weit runter, weil ich nehme auch so einen Halter, den ich wieder Platz habe auf meinem Papier. Das ist irgendwas? Nee. Okay, es geht ganz schön weit runter. Und nach rechts. Nach rechts ist noch gerade so. Okay, das kann ich noch verkraften. Und nach unten kann ich nicht mehr verkraften. Aber da es gerade keine Abbiegung gibt, ist das gar nicht mehr so schlimm. Muss ich nicht so viel zeichnen, Alter. Es ist lang. Und nein, es gibt einen Abzweig. Ich hasse euch. Ja, Moment. Hier mache ich mal ein X hin. Schlage mein Papier um. Mache da ein X hin. Da kommen wir von dort runter. Und hier ist wieder eine T-Kreuzung. Mein Güte, ist das lang. Aber hier geht es gleich wieder runter. Dann gehe ich nach rechts. Ach, hier ist ein Ausgang. Guck mal an. Wo bitte bin ich jetzt? Fantastisch. Da irre ich durch die New Yorker Kanalisation nur, um herauszufinden, dass der einzige Weg nach draußen unerreichbar ist. Was? Was ist das denn? Ein Schildchen. Sammelbecken 28. Dieser Beschreibung nach zu urteilen, dient dieses Becken dazu, überschüssiges Regenwasser zu sammeln. Wenn der Druck in den Rohren zu hoch wird, dann wird das Wasser ins Becken abgeleitet. Und ich nehme an, es soll den Druck irgendwie steigern, oder? Das ist der Druckmesser, der den Druck innerhalb des Rohres anzeigt. Im Moment liegt er beim Minimum. Gut, das ist ein weiterer Grund, warum ich es wahrscheinlich steigern sollte. Dazu fällt mir nichts ein. Gut, dann gucken wir hier nochmal. Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Gut, was ist das? Eine Rampe oder sowas? Das sieht aus wie eine Art Ponton. Eines der Fässer, das über Wasser hält, hat sich gelöst. Ach so, okay. Wenn also das Wasser steigt, wird also das Ponton mit hochgedrückt und ich kann hier rüberlaufen. Ich verstehe. Also hier ist praktisch der Ausgang. Das sieht aus... Ja, okay. Ziemlich schwierig, so ein Ponton zu benutzen, solange er auf dem Trockenen liegt. Ja, außerdem ja, ja. Hat sich eines der Fässer gelöst. Gut, kann ich hier noch irgendwas machen, bevor ich jetzt irgendwas wieder abhaue? Was ist da hinten? Da kann ich wieder raus. Was ist das da oben? Das Wissen, dass hier unten die Abwässer aus den ganzen Apartments durchfließen, macht meinen Aufenthalt hier nicht angenehmer. Okay. Wenn ich daran denke, was durch diese Rohre fließt, wird mir schon übel. Kannst du was abfüllen? Ein kleines Fläschchen hier. Was ist da unten? Ein trockener Graben. Das Becken ist völlig trocken. Gut, dann gehen wir wieder raus. Hätten wir ein größeres Blatt nehmen sollen. Und hier müsste es doch gleich links nach unten gehen, genau. Und wieder eine Abzweig, das ist unnormal. So, so, so. Aber wenigstens eine Sackgasse. Sackgassen sind ganz gut, da ist schon mal wenigstens ein Ding weg. Kann ich irgendwas machen? Nee, da ist ein bisschen Schutt. Den du dir Gott sei Dank nicht anguckst. Ich dachte schon, das wäre wieder eine Kreuzung. Meine Güte. Moment, hier geht's so und dann wieder hoch. Nein, hier ist die nächste Kreuzung. Ach, wie schön. Warte mal. So, dann geht es irgendwie hier rein. Und dann ist hier eine Kreuzung. Ist hier vielleicht eine Sackgasse oder sowas, günstigerweise? Nee, da geht's wieder nach oben. Okay, 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 okay. Das machen wir gleich. Top, 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 top. Ein langer, dunkler Gang. Ich verstehe übrigens nicht, warum man ab und zu mal aufhört zu laufen. Und ich müsste ja schon wieder eine neue Karte beginnen. Alter, macht das keinen Spaß. Dann mache ich mal hier ein Y hin. Das wird total super hier. Dann, warte mal, ich komme von dort. Hier ist ein Y. Dann führt das hier runter und dort irgendwie so hoch. Ja. Zeichenkünste, Olé. Kästchenpapier wäre jetzt super gewesen. Ich müsste noch von vorne anfangen, wahrscheinlich auch mal auf dem DIN A3-Blatt oder sowas.
Dann geht's hier nach unten irgendwie und da ist irgendwas. Das scheint der Anfang des Rohrsystems zu sein. Kann man hier irgendwas machen? Ich nehme mal, kann er dran drehen oder was? Rechte Maustaste. Ja, ist jetzt offen. Oder so. Oder irgendwas fließt zumindest. Das ist doch ganz fein. Dann ist hier unten, warte mal, hier ist eine Pumpe. Ich nenne es mal Pumpe. P, Pumpe, 1. Wunderbar. Kann ich also wieder hier hochgehen. Und dann links nach oben. Alter, bitte hör auf zu laufen. Bitte hör nicht auf zu laufen. Ich bin das so gewohnt von Diablo, dass wenn ich da hingedrückt halte, dass der auch weiterhin da hinläuft. Aber das ist hier offensichtlich nicht der Fall. So, hier geht es, links eine Sackgasse. Das ist gut. Da geht es rechts dort lang. Ja. Zack, zack. Hier wird es wieder irgendwo anders hingehen. Wahrscheinlich in Richtung X. Oh mein Gott. Habe ich irgendwie sowas wie Orientierung? Eher nicht. Spätestens jetzt ist es futsch. Es sei denn, hier unten ist gleich wieder sowas wie A oder Sammelwerk 28 oder sowas. Nee, ist es nicht. Ich gehe mal kurz hier hoch. Meine Güte. Blop, 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 blop. Komm, geh da hin. Und hier hoch wollte ich gerade. Ja, bitte weitergehen. Und hier ist eine richtige Kreuzung, okay. Ich nehme an, rechts geht's irgendwo, ich lasse es diesen Plan sein. Das kann ich mir echt völlig schenken. Rechts geht's hier wahrscheinlich irgendwo in Richtung Sammelbecken 28. Also gehe ich doch mal lieber nach oben mal und danach später mal ganz später mal nach links noch. Ich gehe davon aus, dass ich hier verschiedene Pumpen dementsprechend bedienen muss. Jetzt bin ich wahrscheinlich ganz oben. Jetzt vertraue ich mich einfach mal auf meinen natürlichen Orientierungssinn, haha. Den wir schon so manchen Spiel gut kennengelernt haben. Und hier ist zumindest Licht. Und eine weitere Sackgasse. Oder war ich hier unten? Oder Sackgasse gerade gewesen? Nein, das wäre zu schön gewesen. Ich bitte euch. Warum soll ich hier Sackgasse sein? Wie groß ist dieser Plan? Ich meine, laufe ich hier gerade die reale New Yorker Kanalisation entlang oder was? Ich finde es gut, dass wir wenigstens gleich zum Anfang auch den Hauptraum anscheinend gefunden haben. Wo wir irgendwas bewegen sollen. Ah, ich bin hier! Ich bin hier! Mein Gott, ist das lange her! Jetzt kann ich ja erstmal weiterzeichnen. Super, mache ich ein bisschen was wenigstens. Dann gehe ich jetzt mal hier nach oben. Schön, ich kann weiterzeichnen. Jetzt, wo ich wieder so ein bisschen Orientierung habe, wo ich eigentlich bin. Eigentlich nicht wirklich, aber egal. Ich halte die Maustaste gedrückt und er läuft nicht. Warum läuft er nicht? So, hier geht's nach unten, da geht's nach oben, da geht's nach links und hier geht's nach rechts. Ich gehe eher weiter nach oben, weil hier ist noch eine weitere Pumpe, die ich da sehe. Das scheint der Anfang des Rohrsystems zu sein. So. Ich rüttel daran, ich rüttel daran. Und es ist offen. Hier ist also Pumpe Nummer 2. Pumpe 2. Keine Ahnung, was wirklich Pumpe Nummer 2 ist. Und wahrscheinlich müssen wir die auch in der richtigen Reihenfolge noch irgendwie drehen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen nach links. Ich hoffe, dass die alle so ein bisschen am Rand sind, die Pumpen. Hier war es ja eher so. Wenn jetzt eine total in der Mitte ist, das wäre richtig schlecht. Hier ist eine Sackgasse. Warte mal, kann ich euch mal gleich einzeichnen. Hier ist eine Sackgasse, hier geht's runter. Lieber Gott, dass ich bitte nicht ins Innere des Systems komme. Hier müsste langsam irgendwie weitergehen. Wäre gerade so auf. Moment. Ah, ich habe mich verzeichnet. Hilfe! Also hier rechts müsste es ja wieder in Richtung, was war das, 3 oder 2 gehen. Also zum absoluten Anfang, wo wir hergekommen sind. So, komm, 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 komm. Das ist leider keine Pumpe. Schade, schade. Sieht doch echt alles gleich aus. Na gut, ist eine Kanalisation, sind wir ehrlich, da muss man nicht so wahnsinnig viele verschiedene Dinge machen hier. Hier geht's irgendwie, nee, das mache ich nicht. Ich will erstmal hier nach unten. Immer schön am Rand bleiben und hoffen, dass alle Pumpen da außen sind. Wie gesagt, wenn innen irgendwas ist, haben wir verloren. Hier ist irgendwas.
Ah ja, eine Pumpe. Das scheint der an. Mit ein bisschen Glück sind es nur drei. Warte mal, Stift zur Seite legen, so. Komm. Reiß dich los. Ich hoffe, keines kaputt oder sowas, das wäre richtig schlimm. So, Pumpe Nummer 3 irgendwo, hier. Pumpe 3. Nicht, dass der Plan auch irgendwie Sinn ergäbe oder sowas. Ist hier unten irgendwas? Gott, es geht noch weiter. Es geht immer weiter. Ist das Wahnsinn. Hier ist noch eine Sackgasse, das ist ganz fein. Wenn es wenigstens ein bisschen verschiedene Untergründe wären oder sowas, könnte man sich weitaus besser konzentrieren oder beziehungsweise könnte das weitaus besser meistern hier. Aber ich muss sagen, das ist absolut ein lösbares Rätsel, wirklich. Und auch ein Rätsel, was mir tatsächlich gefällt. Ich hätte nur von Anfang an einen besseren Zettel nehmen sollen. Oh, guck mal, ist noch eine Pumpe. Das scheint. Welche nicht schon war? Nein, hier war ich. Hier war ich schon mal. Vielleicht waren es wirklich nur drei Pumpen. Ich hoffe mal, dass es drei Pumpen sind. Alle guten Dinge sind drei. Ja, wo war jetzt das Ding? Pumpe Nummer 1, Sammelbecken 28, irgendwo zwischen Y und X. Ich glaube also, hier ist die Pumpe Nummer 1. Also muss ich hier vorne hin und dann nach rechts einmal. Dann müsste es irgendwann nach oben gehen. Lauf. Genau, hier geht es nach oben. Ich will aber nicht nach oben, ich will nach rechts, weil es hier gleich wieder nach unten geht, genau. Dann will ich nach rechts. Gleich geht's nach oben und unten wird eine Sackgasse folgen. Ich habe ein Stück meines Plans gefunden, das finde ich jetzt gerade ganz großartig. Dann nach rechts. Und jetzt der nächste Ausgang müsste Sammelbecken 28 sein und das sieht... Naja, ist zumindest voller geworden hier. Gucken wir uns mal das Teil hier an. Der Druck müsste jetzt wieder gestiegen sein. Das ist der Druckmesser, der den Druck innerhalb des Rohres anzeigt. Der Druck ist jetzt wieder auf Minimum abgefallen. Nee. Das ergibt keinen Sinn. Das sieht aus wie eine Art Ponton. Eines der... Mach was damit. Ziemlich schwierig, so ein Ponton zu benutzen, solange er auf dem Trockenen liegt. Außerdem hat sich eines der Fässer gelöst. Das sieht aus wie eine Art... Ja, kannst du dich das Fass irgendwie... Ziemlich... Mit dem Seil vielleicht irgendwie langziehen oder irgendwas in der Richtung? Du bist doch ein finniger Kerl. Ich muss gerade mal ein Schnitt machen, wer gerade so auf. Ja, das Seil ist lang genug, um das Fass an der Brücke festzubinden. Das scheint zu klappen. Ich habe sogar noch ein Stück Seil übrig. Schön, jetzt kannst du drüber rollen. Das müsste klappen. Ich fasse nicht, ich habe das Rätsel gelöst. Geil! Schön, freue mich wirklich. Ich mache kurz mal einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann!